Eine Reise zu einer Insel, wo alle Menschen gut gelaunt sind, mit einem Fest als Höhepunkt? Klingt erstmal ziemlich geil, oder? Denn genau davon handelt die Fest von Hemlock Vale Kampagne. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Und in dem Video möchte ich dir nämlich einen Review zu der Fest von Hemlock Vale Kampagne geben, damit du dir selbst so einen Eindruck machen kannst, ob die Kampagne was für dich ist. Und dabei würde ich folgendermaßen vorgehen, dass ich dir zuerst mal so ein bisschen was über das Ausgangssetting erzähle, dann gucken wir uns den Aufbau der Kampagne und die einzelnen Szenarien an und zum Schluss gucken wir uns nochmal die einzelnen Mechaniken an, die in der Kampagne neu hinzukommen. Zum Ausgangssetting: Ihr seid Teil einer Expedition, die angeführt wird von Dr. Rosa Marquez. Und ihr reist zur namensgebenden Insel Hemlock. Dort wollt ihr die Vegetation untersuchen und dafür habt ihr 3 Tage und 3 Nächte Zeit. Warum nur 3 Tage und 3 Nächte? Dann soll nämlich ein großes Fest auf der Insel stattfinden, was wiederum viele Touristen anzieht. Und Dr. Marquez geht davon aus, dass dann eben die Vegetation gestört wird und dass man dann eben nicht mehr in Ruhe untersuchen kann. Darunter können wir schon mal festhalten, dass die Kampagne nicht in Arkham spielt, sondern komplett auf der Insel Hemlock, die sich grob im Nordosten der USA befindet, in New England in der Nähe. Und ich finde, das wurde ziemlich glaubwürdig umgesetzt. Ihr bekommt im Kampagnenbuch hier nochmal eine Map der Insel, wie die Map aussieht mit den einzelnen Orten, wo ihr euch dann eben auf der Insel auch bewegen werdet. Man kann sich auf jeden Fall gut in das Ausgangssetting schon mal hineinfühlen. Und damit würde ich auch schon zum Aufbau der Kampagne übergehen. Ihr bekommt hier keine lineare Kampagne. Man kann abgesehen vom Finale frei wählen, wann man welches Szenario spielt. Allerdings ist die Kampagne geschlossen als zum Beispiel die Scharlachroten Schlüssel. Dort hast du ja eine offene Map, wo du überall hinreisen kannst und verschiedene Szenarien spielen kannst. Bei den Scharlachroten Schlüsseln ist es aber zum Beispiel so, dass es da auch mehrere Endszenarien gibt und es ist ja nicht klar vorgegeben, wie viele Szenarien du insgesamt spielst. Das ist beim Fest von Hemlock Vale anders. Es ist also in gewisser Weise so ein bisschen semi-open world. Was ich damit genau meine, das habe ich dir mal versucht darzustellen. Ich hatte ja schon gesagt, du hast 3 Tage und 3 Nächte Zeit, um die Geheimnisse der Insel zu erforschen. Und du kannst dir das so vorstellen, dass jeder Tag und jede Nacht ein Slot für ein Szenario sind. Am Anfang, am ersten Tag, kannst du zwischen 5 Szenarien wählen. Das ist also so quasi der erste Slot. Der Anfang ist also komplett offen. Die erste Nacht ist dann quasi der zweite Slot und da hast du ein exklusives Szenario, was du nur in Nacht einspielen kannst. In diesem Fall ist das hier der verdrehte Hohl oder du wählst eins zwischen den, von den 4 Szenarien, die du noch nicht gespielt hast. Tag 2 geht dann wieder so weiter, dass du zwischen den 4 oder 3 Szenarien, je nachdem, was du Nacht 1 gespielt hast, wieder eins wählen darfst. In der zweiten Nacht bekommst du dann wieder ein exklusives Szenario, was du spielen kannst. Oder du entscheidest dich halt zwischen den 2 bis 3 Szenarien, die du in diesem Fall noch nicht gespielt hast. Und am dritten Tag musst du dich dann zwischen den letzten 1 bis 3 Szenarien entscheiden, die du noch nicht gespielt hast. Und die Nacht 3 ist immer das Finale, das ist immer gleich. Wir können also festhalten, insgesamt gibt es 8 Szenarien und du musst dich aber entscheiden, welche 6 du spielst. Ob du die exklusiven mitnimmst oder ob du halt sagst, nee, die exklusiven Nachtszenarien nimmst du nicht mit, also das und das. Und siehst halt nur die anderen Szenarien. Wir haben also einen offenen Anfang mit Szenario-Slots und einem geschlossenen Ende. So kann man das, glaube ich, am besten zusammenfassen. Ich würde jetzt auf die einzelnen Szenarien eingehen und da wird der ein oder andere Spoiler leider fallen. Falls du das nicht hören willst, skip einfach unten in der Leiste weiter. Und ich würde mal mit den Szenarien beginnen, die du immer frei wählen kannst. Und das ist das erste in den Fels geschrieben und da seid ihr im Prinzip in der Mine drin. Alle Ermittler befinden sich in der Lore und man muss sich auf dieser Lore auf Schienen immer weiter bewegen. Im Prinzip ist das Ganze erstmal ähnlich wie der Essex County Express aus der Dunwich-Kampagne, wo man ja in dem Zug drin ist, nur irgendwie in besser. Warum? Weil du musst dir nämlich den Weg, also die Schienen selbst zusammenpuzzeln. Man kann also Orte verschieben. Und das war mein erstes persönliches Highlight in der Kampagne. Grundsätzlich ist es so, entweder Puzzeln mag man oder man mag es nicht. Ich habe es in diesem Fall sehr genossen. Und bei uns haben richtig die Köpfe geraucht, um den richtigen Weg zu finden. Weil wenn man nicht den richtigen Weg findet, dann stirbt man nämlich. Aber das war, wie gesagt, das Köpfe rauchen in einem positiven Sinne. Das zweite Szenario ist das Hemlock-Haus und das ist im Prinzip ein Haus, wo man spukt. Das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Warum? Weil es so ein bisschen das Feeling hatte, wie zum Beispiel bei Poltergeist oder bei Paranormal Activity. Und die Map war 3D-mäßig aufgebaut. Man konnte sich einerseits nach links und rechts bewegen, man konnte aber auch in verschiedene Stockwerke hochgehen. Das fand ich sehr cool. Und es gab mehrere Wege, wie man nachdem dieses Haus entspuken konnte. Also ein Weg war zum Beispiel übers Kämpfen, aber man konnte eben auch einen anderen Weg, eben durchs Ermitteln, zum Erfolg kommen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Bei der Stillen Heide muss man im Prinzip so das Verschwinden einer Familie untersuchen. Und da treibt es einen hin zu einem Insektenbau, wo man dann auch reingehen muss. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie es dann weitergeht. Das Szenario war okay, aber irgendwie auch sehr vorhersehbar, was eben passiert. Die verlorene Schwester war ein sehr taktisches Szenario. Da muss man mit der Hell- und Dunkelmechanik spielen. Da gehe ich später nochmal genau auf die Mechanik ein. Im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, es gibt bestimmte Orte, die hell sind und bestimmte Orte, die dunkel sind. Und die Gegner machen an hellen und Dunkelorten unterschiedliche Sachen und du musst diese Gegner besiegen. Das heißt, du musst also diese Gegner zu bestimmten Orten locken, damit du sie dann besiegen kannst. Das war auch ein sehr cooles Szenario. Und dann kommen wir zum Ding aus den Tiefen und das war ebenfalls ein persönliches Highlight von mir. Du bist dann in einem Sumpf drin und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Szenario zu lösen. Entweder das Szenario wird halt zu einer Escort-Quest und du musst halt eine Kreatur zum Ausgang eskortieren
oder du haust das Ding in den Tiefen um. Vielleicht gibt es noch mehr Möglichkeiten, die haben wir aber noch nicht gesehen und je nach Gruppensetup entscheidest du dich dann eben für die passende Möglichkeit. Wir in unserer Dreierkonstellation haben uns dann entschieden, das Ding aus den Tiefen umzuhauen. Und dann würde ich einmal zu den Nachtszenarien kommen und angefangen mit dem verdrehten Hohl, da kann ich nämlich leider nicht viel sagen, das ist nämlich das Szenario, was ich bisher noch nicht gespielt habe. Das Szenario aus der zweiten Nacht, die längste Nacht, haben wir in unserem ersten Run zu dritt leider auch nicht gespielt. Allerdings habe ich sehr viel über das Szenario gelesen. Von vielen wird das ziemlich gefeiert, beziehungsweise auch als sehr, sehr hart eingestuft. Und deswegen habe ich das einfach mal als Standalone gespielt. Und ihr könnt euch das so vorstellen, das ist im Prinzip ein Überlebensszenario, bei dem man von Gegnern überschwemmt wird. Also ähnlich wie bei Call of Duty, zum Beispiel der Zombie-Modus. Es ist nämlich so, dass jeder Spieler zusätzlich zum Encounter-Deck in der Mythosphase einen Gegner zieht. Das heißt, ich habe es jetzt mit zwei Ermittlern gespielt. In dem Fall bekommst du dann jede Runde zwei Gegner, wenn du es zu zweit spielst. Ich habe es mit zwei Generalisten gespielt und ich muss wirklich sagen, es war verdammt hart, aber auch verdammt geil. Also es ist wirklich ein Szenario, was sehr viel Spaß macht und was einen sehr herausfordernden Charakter hat. Und dann kommen wir auch schon zum großen Finale, nämlich das Schicksal des Tals. Und das kannst du dir so vorstellen, das besteht im Prinzip aus drei Teilen. Im ersten Teil verlieren die Ermittler erstmal ihre Identität. Was das letztendlich bedeutet, die Ermittlerkarten werden in einen Stapel von Karten gemischt. Und die Karten kannst du im Prinzip ziehen oder herausfischen aus dem Stapel, wenn du Proben hochschaffst. Also wenn du eine Probe mit plus 2 schaffst, dann darfst du dementsprechend auch zwei Karten aufdecken. Das Problem an der Sache ist, du musst die Ermittlerkarten genau treffen, sonst kommen die wieder in den Stapel nach unten, wenn du sie nicht genau triffst. Und natürlich sind in diesem Stapel auch sehr viele böse Karten und falsche Karten drin. Und wenn du halt die falsche Karte triffst, dann bekommst du halt auf den Sack. Und bei der Mechanik, da knirscht es auch so ein bisschen an dem Szenario. Proben sind natürlich immer ein Glücksfaktor, ne? Da weißt du halt nie, ob du die Karte genau triffst oder nicht. Und wenn du sie halt nicht triffst, dann darfst du den kompletten Stapel nochmal durcharbeiten, bis du eben vielleicht beim nächsten Mal deine Ermittlerkarte genau ziehst. Und das kann sehr frustrierend sein. Es geht nämlich erst weiter mit dem zweiten Teil, wenn alle Ermittler, bei uns in diesem Fall alle drei Ermittler, ihre Identität zurückbekommen haben. Und das kostet eben sehr viel Zeit. Und du hast bei Arkham Horror natürlich immer nur begrenzte Zeit aufgrund der Agenda. Und meiner Meinung nach war dieser erste Teil der schwächste Teil der gesamten Hemlock-Kampagne. Der zweite Teil des Szenarios ist dagegen schon besser. Da musst du aus dem Abgrund dann letzten Endes entkommen, wenn du deine Identität gefunden hast. Und dafür musst du jetzt Orte aus diesem Kartenstapel fischen. Das funktioniert mit der Mechanik genauso, mit, dass du eben Proben hochschaffst. Aber das funktioniert letzten Endes deutlich besser, weil es einfach mehr Orte in diesem Stapel als Ermittlerkarten gibt. Ne? Wenn du jetzt mit drei Ermittlern spielst, hast du nur drei Ermittlerkarten und Orte waren da wie gesagt deutlich mehr drin. Beim dritten Teil des Finales bist du letzten Endes wieder in Hemlock und musst dann überlegen, wie du mit der Hemlock-Insel umgehst. Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es wohl drei Möglichkeiten, wie die Kampagne enden kann, je nachdem, welche Entscheidung du vorher getroffen hast. Wir in unserem Run haben leider nichts geschafft, weil wir im ersten Teil des Finales eben unsere Identitäten wiederzubekommen einfach viel zu viel Zeit gebraucht haben, sodass bei uns dann die Agenda vollgelaufen ist. Grundsätzlich kann ich dir sagen, es ist ein wirklich sehr langes Szenario, plan für das Szenario lieber zwei Abende ein. Persönlich muss ich sagen, obwohl wir jetzt kein richtiges Ende erreicht haben oder kein gutes Ende erreicht haben, habe ich da wenig Motivation, dieses Szenario nochmal zu spielen, weil sich einfach der erste Teil des Finales doch sehr, sehr zäh und auch nicht gut angefühlt hat. Im Allgemeinen kann man aber sagen, dass die Szenarien immer sehr viele Lösungsmöglichkeiten bieten. Man muss jetzt nicht ultra gut ermitteln können, um die optimale Lösung zu erreichen. Oft kann man die optimale Lösung auch durch Kämpfen oder zum Beispiel Verhandeln erreichen. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Szenarien wieder kürzer sind als zum Beispiel bei Am Rande der Welt, weil das Finale ausgenommen, das war wie gesagt sehr lange, aber die anderen Szenarien, die ließen sich relativ flott runterspielen. Und der Schwierigkeitsgrad von den Szenarien, abgesehen jetzt vom Ende, fand ich auch genau richtig. Es war nicht zu leicht und es war aber auch nicht zu schwer und es hat sich auch nicht unfair angefühlt. Und ansonsten kann man auch sagen, dass Verhandeln sehr gut ist, also Ermittler mit Verhandeln oder Karten mit Verhandeln sind sehr gut und es gibt sehr viel XP. Und warum das so ist, das schauen wir uns jetzt mal in den Mechaniken an. Denn eine Mechanik, die beim Fest von Hemlock Vale neu dazukommt, sind die Vorspiele. Es gab immer so den Kritikpunkt am Rande der Welt und dann bei den scharlachroten Schlüsseln, dass man immer mehr lesen musste. Ne? Die Kampagnenbücher wurden immer dicker, man hat teilweise über eine Stunde gelesen und dem wollten die Entwickler entgegenwirken, indem man eben die Vorspiele eingeführt hat, wo man eben die Geschichte spielt, anstatt sie zu lesen. Und für die Vorspiele baut man eine Map auf, genauso wie beim Szenario. In dem Fall baut man die Map von Hemlock Vale auf und dann können sich die Ermittler in Hemlock Vale bewegen und mit den NPCs sprechen. Der Unterschied zu normalen Szenarien ist, dass es eben keinen Begegnungsdeck gibt und dass es auch keine Gegner gibt. Man kann aber durch die Vorspiele schon Erfahrung sammeln und das ist eben ein Grund, warum man eben in dieser Kampagne so viel Erfahrung bekommt. Insgesamt sind die Vorspiele aber ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es cool, weil man viel spielt. Andererseits sind die Vorspiele sehr komplex, da die Vorspiele eine Reihe von Extra-Regeln haben. Man darf zum Beispiel eine Karte, die man im Vorspiel ausgespielt hat, auch in das nächste Szenario übernehmen. Es gibt also einen fließenden Übergang. Genauso ist es bei Handkarten, die man hat, bei Hinweisen, die man gesammelt hat und bei Ressourcen, die man noch hat. Im Gegenzug ist es aber so, dass du bei Szenario Beginn keine neuen Karten ziehen darfst und du bekommst auch keine Startressourcen. Im Prinzip kann man also zusammenfassen, dass die Vorspiele so eine Art Vorbereitung sind.
Und das Krasse ist halt, dass es die Vorspiele vor jedem Szenario gibt. Also vor Tag 1 hast du hier ein Vorspiel, vor der ersten Nacht hast du ein Vorspiel, vor Tag 2, da wo wieder der Pfeil ist, hast du ein Vorspiel, vor Nacht 2 hast du ein Vorspiel, vor Tag 3 hast du ein Vorspiel und auch vor dem Finale hast du nochmal ein Vorspiel. Insgesamt sind davon 4 Vorspiele mit Map. Bei dem letzten Vorspiel ist es allerdings unklar, ob man den Progress aus dem Vorspiel, also die ausgespielten Handkarten und die Ressourcen etc. mit übernehmen kann oder nicht, weil man ja seine Identität verliert. Das wurde uns nicht klar in unserem Run. Und wir zocken ja wirklich viel Arkham Horror, aber als wir die Regeln zu den Vorspielen gelesen haben, hatten wir erstmal ziemlich viele Fragezeichen im Gesicht. Und daher sind die Vorspiele meiner Meinung nach ein zweischneidiges Schwert. Die nächste Mechanik sind die Beziehungen zu den Einwohnern. Überall in Hemlock Vale gibt es Einwohner und die haben ihre eigene Geschichte. Und in den Vorspielen kannst du jetzt mit den Einwohnern reden, durch Verhandlungen und dadurch die Beziehungsstufe zu ihnen verbessern. Dafür habe ich dir jetzt einfach mal exemplarisch River Hawthorne abgebildet. Und wenn du eben jetzt erfolgreich mit River verhandeln würdest, dann darfst du im Kampagnenlogbuch den passenden Eintrag dazu lesen. Und deswegen ist Verhandeln in der Kampagne gut. Also zum Beispiel die Extraktion von Alessandra Sorcy, die hast du halt gemerkt. Also auch in den Vorspielen hast du nur begrenzt Zeit. Und wenn du dann aber jede Runde einfach eine Aktion mehr hast, das merkst du halt. Das Verbessern der Beziehungsstufe von den Einwohnern schaltet wiederum den Plot der einzelnen Einwohner frei. Und der Plot setzt sich wiederum in den einzelnen Szenarien fort und kann auch Einfluss auf das Ende haben. Und da möchte ich dir an der Stelle einen Tipp geben. Konzentriert euch auf ein oder zwei Figuren. Denn bei allen Figuren ausreichenden Ruf steigern ist quasi unmöglich. Das haben wir versucht in unserem Run und letzten Endes haben wir von keiner Figur richtig die Story getriggert und das war leider sehr enttäuschend. Und dann gibt es die Tag- und Nacht-Mechanik und das ist im Prinzip eine Mechanik, die erstmal primär Gegner und Orte beeinflusst. Ich habe dir jetzt einfach mal die staubige Erdhöhle abgebildet. Das ist ja so, am Tag kannst du dich mit einer Blitzaktion weiterbewegen, bei Nacht, wenn du da den Zug beendest, bekommst du einen Horror. Und das symbolisiert schon ziemlich gut die Tag- und Nacht-Mechanik, denn nachts sind die Szenarien deutlich härter als am Tag. Ich finde, da ist das Nachtszenario, die längste Nacht, ein sehr gutes Beispiel. Wie gesagt, das Szenario war brutal hart und ich kann mir vorstellen, dass das andere Nachtszenario, der verdrehte Hohl, ebenfalls sehr hart ist. Das weiß ich natürlich jetzt nicht genau, aber es wird auch in der Story immer wieder angedeutet, dass die schlimmsten Dinge auf Hemlock Vale nachts passieren und dass am Tag quasi alles gut ist und das, finde ich, wurde hier sehr gut umgesetzt. Weiterhin macht es dann natürlich auch nochmal einen Unterschied bei den anderen Szenarien, ob er die im Tag oder bei der Nacht spielt. Wie gesagt, in der Nacht werden die dann eher härter sein. Und daher sollte man sich gut überlegen, wann man welches Szenario spielt. Und dann kommen wir zur letzten Mechanik, nämlich schwer zu fassen. Und ich finde, das ist eine extrem nervige Mechanik, die man auch mal schnell falsch spielt. Es ist nämlich so, wenn du einen Gegner haust, der aber nicht stirbt, dann haut der Gegner ab an den verbundenen Ort und ist dort erschöpft. Genauso ist es, wenn der Gegner dich angreift, dann löst er sich quasi auch so aus dem Kampf, geht an den verbundenen Ort und ist dort auch erschöpft. Allerdings passiert das nicht, wenn man zum Beispiel Schaden pingt. Das passiert, wie gesagt, nur bei Angriffen. Und das ist, wie gesagt, und das ist in dem Punkt sehr nervig, weil dann der Gegner ja immer abhaut und du letzten Endes zusätzliche Bewegung brauchst, um diesen Gegner auszuschalten, weil du ihm ja hinterherlatschen darfst. Insgesamt kann man sagen, dass Fest von Hemlock Vale eine Reihe von neuen Mechaniken hat und von denen wird man am Anfang, wenn man das Kampagnenbuch aufschlägt, erstmal überrollt. Und damit ist Fest von Hemlock Vale auf jeden Fall die komplexeste Kampagne, die bisher erschienen ist. Und wie gesagt, ich würde uns jetzt mal als erfahrene Arkham-Horror-Spieler bezeichnen und wir hatten am Anfang nur Fragezeichen im Gesicht. Und ich finde, das ist auch ein guter Übergang, um zum Fazit zu kommen und da würde ich das Ganze mal von hinten aufrollen. Fest von Hemlock Vale ist auf jeden Fall keine Kampagne für Einsteiger, weil es eben bisher die komplexeste Arkham-Horror-Kampagne ist. Es gibt wirklich viele Mechaniken zu beachten. Ich glaube, wenn man als Anfänger die Kampagne zuerst spielt, dann hat man gar nicht so viele Fragezeichen im Gesicht, weil man ja eben die anderen Kampagnen nicht kennt. Allerdings kann ich mir vorstellen, wenn man dann als Anfänger, als zweites zum Beispiel vielleicht jetzt Dunwich spielt, dass man dann die Fragezeichen im Gesicht hat, weil man eben denkt, hey, okay, es gibt Vorspiele, es gibt Tag und Nacht und dann wundert man sich, warum es denn eben nicht die Möglichkeit gibt, im Vorspiel schon Karten auszuspielen und sich so ein bisschen vorzubereiten aufs erste Szenario. Dementsprechend, wie gesagt, ist meiner Meinung nach Fest von Hemlock Vale keine Einstiegskampagne. Die Vorspiele sind, wie gesagt, so ein zweischneidiges Schwert. Ich finde die Idee cool. Aber ich finde, sie wurde kompliziert umgesetzt. Ich finde, es sollte klare Regeln geben, darf ich meine Karten behalten oder nicht. Oder vielleicht hätte man darauf verzichten sollen, dass man eben Karten übernehmen kann, dass man da einen Cut setzt, dass man die Geschichte halt weiterhin in den Vorspielen spielt, aber dass man dann im Szenario ganz normal seine Karten zieht. Das wäre dann für Einsteiger wiederum auch einfacher. Ein positiver Punkt ist auf jeden Fall, dass die Szenarien, abgesehen vom Finale, genau die richtige Länge haben. Ne, beim Rande der Welt wurde ja oft gemeckert, dass die Szenarien zu lang werden. Da hat man auf jeden Fall wieder gut die Kehrtwende bekommen. Ein Szenario inklusive Vorspiel schafft man gut an einem Abend. Weiterhin bekommt man hier eine Reihe von Szenarien, die man so von den Mechaniken in anderen Kampagnen noch gar nicht gesehen hat. Und was halt, wie gesagt, sehr gut ist, dass immer unterschiedliche Lösungsstrategien möglich sind, je nach Ermittler-Setup, um zum Erfolg zu kommen. Die Semi-Open World ist wieder so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert oder auch ein Kompromiss zwischen einer linearen Kampagne wie zum Beispiel Dunwich oder eben der Open World wie Scharlach Rote Schlüssel. Und ich finde, das ist jetzt wie gesagt ein zweischneidiges Schwert, weil es halt eben nur so semi klappt.
Also in unserem ersten Durchgang sind wir unseren eigenen Weg gegangen und hatten den Eindruck, dass wir dadurch, dass wir eben den eigenen Weg gegangen sind, sehr viel von der Story nicht mitbekommen haben. Wir haben eben nicht exklusiv Nachtszenarien gespielt und wir haben uns eben auf zu viele Bewohner auf einmal konzentriert, weil wir eben eigentlich nichts verpassen wollten und dann konnten wir letzten Endes von keinem Bewohner die Story so richtig triggern. Insgesamt ist Fest von Hemlock Valley aber eine gute Kampagne und ich würde sie im Vergleich zu den anderen Kampagnen im Mittelfeld ranken. Die Szenarien für sich betrachtet sind mit die besten Szenarien, die man in Arkham Horror bekommt. Die Story allerdings nicht. Ich persönlich würde die scharlachroten Schlüssel und am Rande der Welt höher picken, also das hat mir besser gefallen. Auch Dunwich und das vergessene Zeitalter fand ich besser aufgrund der Story. Als nächstes würde aber dann Fest von Hemlock Valley kommen. Das ist aber wie gesagt nur meine persönliche Meinung. Du kannst mir deine Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben und ich hoffe, du hast einen Eindruck bekommen, ob die Kampagne für dich was ist. Und falls dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like und ein Abo da und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao und hau rein.